Als Mitglied der Band Wolkenfrei landet sie ihren ersten großen Hit, aber der ganz große Durchbruch, der kommt erst, als sie alleine auf die Bühne geht. Der neue Stern am Schlagerhimmel, Vanessa Mai, schön, dass ich dich kennenlernen darf. Hallo, ja, freut mich sehr. Dein, kann man fast sagen, zweites Studioalbum, ja noch unter dem Namen Wolkenfrei, wachgeküsst damals. Jetzt Vanessa Mai, wie kam so die Wende? Hat sich der Stil ein bisschen verändert? Der Stil hat sich auf jeden Fall verändert. Also ich wollte einfach irgendwas Neues, was anderes und durch DSDS ist natürlich der Name Vanessa Mai auch immer mehr in den Vordergrund geraten und ich habe mich eh einfach danach gefühlt, was neu zu machen. Und dann kam der Namenswechsel genau richtig und mir war es auch wichtig, dass es eben sich dann ganz anders anhört und eben nicht wie Wolkenfrei. Und dann kam noch Dieter Bohlen und alles war neu. Vanessa Mai, Vanessa ist ja dein richtiger Name. Mai, ein Künstlername, wie ist es dazu gekommen? Ich habe Mai Geburtstag. Okay. Ganz, ganz einfallsreich, ja. Und war es perfekt, also jetzt genau dein passendes Monat? Ja, mein Wonne-Monat. Mhm. Entdeckt bist du ja, wenn ich richtig recherchiert habe, geworden im Hotel Sonnenhof. Genau. Ist das Hotel von deinem zukünftigen Schwiegervater, kann man fast sagen, vom Mann von Andrea Berg. Damals, glaube ich, aufgetreten mit deinem Papa. Nee, da nicht. Also mein Papa ist da in der Hausband quasi, in der Coverband und ich war im Publikum damals, als mich Markus Fischer angesprochen hatte, der Bandleader von Wolkenfrei damals. Aber gesungen habe ich mit ihm auf der Bühne, da war ich so 6, 7 das erste Mal. Wo das nochmal war, weiß ich nicht. Das ist echt so lang her. Aber ich stand jedes Wochenende bei ihm dann auf der Bühne und durch das Hotel Sonnenhof kamen viele Dinge zusammen. War eine Plattform, wo wir jedes Wochenende auftreten durften, Erfahrungen sammeln durften. Da hat ja der Fankreis hat dort begonnen. Da haben wir unsere ersten Fans, für uns gewinnen können. Mhm. Und ja, ich komme immer wieder gern nach Hause. Mhm. Das heißt, die Musik ist ja eigentlich in die Wiege gelegt worden, dein Vater auch Musiker. Und ich habe gehört, er singt mittlerweile auch Lieder von dir. Ja, tatsächlich. Ja, klar. Er ist ja in einer Coverband und Top 40 Band und die singen halt alles, was halt so aktuell ist und da gehöre ich Gott sei Dank dazu. Ganz witzig eigentlich, ist ein komisches Gefühl. Mhm. Andrea Berg, vielleicht eben die zukünftige Schwiegermama, die Frage wahrscheinlich hast du schon 10-mal gehört. Jetzt hat sie die musikalische Familie ein bisschen vergrößert. Gibt es da sowas wie Hausmusik bei euch auch, vielleicht unter dem Weihnachtsbaum? Also wir sind tatsächlich, wenn wir mal zusammen sind, und das ist nicht so oft, weil wir sehr viel unterwegs sind, aber wenn wir zusammen sind, dann trennen wir echt den Job. Also dann ist wirklich wie nach dem Feierabend nach Hause kommen und dann ist Andrea und ich bin ich und dann wird über alles andere gesprochen, aber nie über die Musik. Aber wir wissen natürlich um die Konstellation mit der Familie und ist uns auch sehr, sehr wichtig und da sind wir auch echt stolz drauf, ja. Andrea Bergs Stiefsohn ist ja dein zukünftiger. Ihr seid ja mittlerweile schon verlobt. Er ist auch dein Manager. Ist das positiv oder negativ, wenn Privates und Berufliches so nahe aneinander liegt? Also für mich, das ist das Beste, was mir überhaupt passieren konnte. Ich bin wirklich so unendlich glücklich mit ihm. Und das Schöne ist halt, wir arbeiten an einem gemeinsamen Lebenstraum, müssen uns nichts erklären, verstehen uns blind dadurch. Natürlich geraten wir auch mal aneinander, das ist völlig klar. Wir haben auch mal Meinungsverschiedenheiten. Aber das ist einfach eine Sache vom Managen, wie man es managt halt. Und da ist er ja Profi. Genau. Hochzeitsglocken hört man schon läuten oder steht noch in den Sternen? Oh, ich höre sie ganz leise, aber ich glaube erst nächstes Jahr. Okay. Ich glaube nächstes Jahr erst, weil in diesem Jahr ist tatsächlich keine Zeit mehr. Was aber auch gar nicht schlimm ist, weil ja einfach der Kalender zu voll ist und man muss sich da auch wirklich drauf vorbereiten und drauf freuen und da muss der Kopf frei sein und da möchten wir uns auch voll hineindenken können und deswegen erst nächstes Jahr wahrscheinlich. Vanessa, meine Romantikerin für die Hochzeit? Ja, schon. Also ich bin sehr traditionell, was das angeht, muss ich sagen. Wieder zurück zur Musik. Dein neues Album hat ja Dieter Bohlen produziert. Das heißt, du hast sehr eng mit ihm zusammengearbeitet, auch vorher in der Jury von DSDS. Ist er bei dir auch so ein extrem harter Kritiker gewesen? Also ich war schon sehr, sehr nervös, muss ich sagen, als ich ins Studio kam. Aber wir haben sehr viel gemeinsam und ich glaube, deswegen haben wir es echt ganz gut verstanden. Also ich bin auch genauso zielstrebig und selbstkritisch auch wie er. Und er hat gemerkt, dass ich ganz gut vorbereitet war und es hat ihm sehr gut gefallen. Und wir haben es echt super verstanden und er hat mich sein lassen und hat so das Beste aus mir rausgeholt und das war echt ein ganz, ganz tolles Arbeiten. Ich habe auch gelesen, mit 16, glaube ich, warst du Hip-Hop-Meisterin, also eher im Tanz. Ist Musik trotzdem schon immer ein Wunsch von dir gewesen oder ein Ziel?
Also Tanzen war so die zweite Leidenschaft. Also Singen war immer die Nummer eins, wollte immer Sängerin werden und ja, das Tanzen gehörte mit dazu und auch heute noch, Gott sei Dank. Ich versuche das immer überall mit reinzupacken, wo es nur geht und mache beides echt sehr gern. Jetzt bist du ja eigentlich noch ziemlich jung, kann man sagen. Trotzdem bist du sicher schon für viele zum Vorbild geworden. Gibt es von dir trotzdem ein Vorbild? Ja, also einige, aber so aktuell bewundere ich sehr Taylor Swift, muss ich sagen. Also die finde ich echt sehr, sehr beeindruckend und auch die Fannähe finde ich sehr beispielhaft. Und da gucke ich mir auch gerne mal ein bisschen was ab, weil ich das echt toll finde, wie eng sie mit ihren Fans ist. Und ich bin ja auch sehr in Social Media unterwegs, so Twitter, Instagram, Facebook. Mache ich alles selbst und es macht mir echt viel Spaß, ja. Ja, mittlerweile wirst du ja auch schon als Nachfolgerin von Helene Fischer gehandelt. Wie gehst du damit um? Ist das ein Druck oder lässt das eher... Also zu Beginn war das auf der einen Seite natürlich eine Ehre, ganz klar mit so einem großen Namen in Verbindung gebracht zu werden. Auf der anderen Seite war es völliger Quatsch, weil sie ist schon seit über, weiß ich, 10 Jahren jetzt so erfolgreich im Geschäft und ich stehe noch ganz am Anfang. Deswegen ist es überhaupt nicht vergleichbar. Und mir war es immer wichtig, dass ich meinen Weg gehen darf. Und mittlerweile muss ich sagen, kommen die Vergleiche gar nicht mehr. Also ich habe so das Gefühl, dass die Menschen mich jetzt wirklich als Vanessa wahrnehmen und mich gar nicht mehr vergleichen. Und das finde ich echt toll, dass ich so meinen Weg gefunden habe. Wo siehst du dich so ungefähr in 3 Jahren oder so? Oh, hoffentlich noch auf der Bühne. Hoffentlich darf ich noch ganz viele Alben machen. Hoffentlich verheiratet. So lange will ich nicht warten. Und ja, natürlich habe ich auch Träume, mal in ganz großen Hallen zu spielen und ganz viele Menschen in einem Konzert zu haben. Das ist schon was Großes, ja. Der größte Wunsch? Der größte Wunsch? Gesund bleiben, auf jeden Fall. Mama, Papa, Freund, ich und alle, die mir wichtig sind. Und Haus. Ich wünsche mir ein Haus und ich wünsche mir einen ganz großen Hund. Mal einen ganz großen, so einen richtig großen. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft, dass all deine Träume in Erfüllung gehen und es hat mich sehr gefreut. Danke, hat mich auch gefreut.